of freedom, life will overcome. Seeds of freedom, all we need is sown. Seeds of freedom, life will overcome. Small seed big tree, gardens of hope everywhere, just to share. Gardens of hope, seeds of freedom, time has come. Seeds of freedom, life will overcome. Small seed big tree, gardens of hope, wind blows it go from hand to hand. Seeds of freedom, seeds of freedom. Wir demonstrieren heute, weil 3 Millionen Cannabiskonsumenten in Deutschland täglich von Verfolgung und Bestrafung bedroht sind und jedes Mal nicht sicher sein dürfen, Marihuana in guter Qualität genießen zu dürfen. Wir leben im 21. Jahrhundert und müssen eine 80-jährige Prohibition in Bezug auf Hanf miterleben. Unsere Probleme sind Alkohol und Tabak mit mehreren tausend Toten pro Jahr. Nicht Cannabis. Cannabis-Tote gibt es nicht. Und wenn ich mir die Jahresbesäufnisse in München anschaue, mit all der Aggressivität, die dort zutage bricht, dann frage ich mich jedes Mal, was tun eigentlich die Drogenbeauftragte und die Regierung für meinen Schutz? 50.000 Produkte können aus Hanf hergestellt werden. Ich liste mal ein paar auf. Dämmung für Häuser. Ford baute 1941 das Hemp-Mobil mit großen Teilen aus Hanf. Und dieses Auto fuhr auch mit Hanfkraftstoff. Beton bekommt eine größere Festigkeit durch Hanf. Hanfpapier schützt unsere tropischen und nordischen Urwälder vor Raubbau. Biokunststoff abbaubar aus Hanffaser und einem Abfallprodukt aus der Papierherstellung. Alles kein Problem. Seeds of freedom, little by little.